Servus, Jungs, Mädchen da draußen. Euer Metal Gaming hier. Ja, wir spielen heute mal wieder mal Call of Duty, da es gestern Abend nicht mehr funktioniert hat, weil die Server von Microsoft irgendwie aus waren, gehackt worden sind, was weiß ich. Wir spielen heute die Story weiter und wurden jetzt gefangen genommen. Und so, wir müssen bestimmt aus dem Gefangenenlager ausbrechen. Und dann schauen wir uns doch mal ein paar Informationen an. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus A1 das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Moment mal, das haben wir in der letzten Folge hier schon gehört. Oder irre ich mich da? Weiß ich gerade gar nicht. Kommt mir bekannt vor. Ja, gut. Also, wir steigen dann mal zur nächsten Mission. Sie verfügen über ungenutzte Verbesserungspunkte. Möchten Sie wirklich fortschreiten, ohne sie zu nutzen? Wir können uns nichts kaufen davon, also von daher müssen wir fortsetzen. Ich habe den Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Man kann den Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Ja, nochmal ein paar Informationen hier bevor zur Geschichte. Gefangen, unbekannter Ort. So sieht's aus. Forschungslabor. Wurde von A1 wohl modifiziert. Forschung für was? Medizin, glaube ich. Aber egal. Also alle haben überlebt. Jetzt ist es ein Knast. Ach so, ich habe gedacht, die wären auch tot. Aber wir haben alle überlebt wegen dieser Impfung. Ja, das ist ja. Ach so, und der Schwarze ist gestorben, weil er bei der Marine war. Es ist soweit. Nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten, auf unsere Chance warten. So bist du. Natürlich, wie behandeln die Menschen? Raus aus dem verdammten Laster! Willkommen bei Atlas! Bereit zur Lieferung! Käfig öffnet sich! Die beiden, der sich sehen! Los, Bewegung! Geht ihr? Ja, die würde ich am liebsten alle gerade töten. Hinter die rote Linie! Der Käfig füllt sich! Hinter die Linie! Wir gehen runter nach Null! Los in den Käfig! Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Hä? Ich war nicht im Sprenger, aber unser Truppe. Hey, ich hab gedacht, der wäre tot, Alter. Holt uns hier irgendjemand. Welchen Zombie habe ich dann da in der Hand gehalten, Alter? Die ganze Stadt ist versorgt. Beim letzten Part. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Ich hab gedacht, das wäre der, Alter. Käfig öffnet sich! Okay, los, Jungs. Raus aus dem Käfig. Los, raus jetzt! Bewegung! Ich oder wie mit Menschen umgehen. Hierher! Hierher, los! Na los! Gehen wir los! Alle umbringen, alle, ja, ja. Was glotzt du so?
Alle. Aber so ist es ja wirklich. Die Polizisten oder was auch. Aua. Oder das Militär. Militär nutzt ihre Macht immer zu sehr aus. Hier. Alle. Tschüss, alle. Behandeln wie Tiere. Brutales Gefangenlager. Okay, es geht noch grausamer. Alle. Wird man geschlagen, wenn man die Menschen anguckt. Schlagen die einfach Frauen, hallo? Lassen wir sie nicht durchkommen. Alter, was hat der für eine Fresse, Alter? Was eine Visage, muss man direkt reinhauen. No. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. 2 Jahrtausende. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verliebt hast. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Ich hoffe, die erschießen ihn nicht. Oh nein, ich den töten. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Wow. Und wir kommen wieder zu. Alle, die stehen da immer noch. Kannst du gehen? Stoppt Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Meine Freunde lebt. Alle yeah. Zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Ich habe auch schon mal besser gesehen. Leichensäcke oder was?
Tot. Nein, ich. Tot. Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen. Wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Ein wahrer Freund bist du. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Ich suche nur meine Daten. Die Konsole. Die Tür öffnen. Nein, ich öffne erst die Tür, wenn ich meine Geheimdaten habe. Achso. Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück! Verdammt! Vielleicht oben rum. Wir finden einen Weg. Mitchell, na los! Digga, das ist echt uncooler, da mit so einer Hand zu ziehen. Aber irgendwo müssen noch hier Geheimdaten rumliegen. Alle leben die noch? So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Wo ist denn der überhaupt hin? Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammte Scheiße. Ja. Hallo, ich sehe keinen mehr. Wow. Messer ist stärker. Ruhig bleiben, schön ruhig. Oh, wo sind hier Geheimdaten? Achso, da ist er. Was? Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz gestartet. Fertig. Das ist also eins Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Das ist hier ein Schwarzer. Nicht durchkommen. Mal gar nicht. Aus dem Weg! Los! Muss irgendeine Geheimdate irgendwo versteckt liegen, oder? Danke für die Rettung! Irgendwo eine verkrüppelte Geheimdate. Die haben einen unbewaffneten Feind getötet. Also langsam verstehe ich das hier überhaupt. Ist doch so rein sinnlos. Alter. Im Krieg tötest du auch Leute, die nicht bewaffnet sind, oder? Und hier ist es ein Verbrechen. Was kann ich dafür, wenn der jetzt vor meine Schusslinie läuft? Der eben muss irgendwas liegen. Was ist denn das? Oh, schon wieder, Alter. Was liegt der da? Was steht der da überhaupt? Na, Mann.
Was steht da überhaupt rum und guckt mit seinem Kopf da durch, Alter? Solche Menschen musst du doch töten, Alter. Messer ist übelst total stark. Ja, Geheimdaten sind hier auch keine versteckt. Hier müsste aber eine sein. Hier muss irgendwo verstecken. Junge, komm ein bisschen, zeig mal ein bisschen Skill, geht dir. Boah. Auch keine Geheimdaten versteckt. Wir müssen weiter. Ja, döll. Runter jetzt! Oh mein Gott! Bin er stochen? Du, keine verschissene Bewegung. Zurück, Bruder, ich schieße. Na los, zur Tür! Bring ihn um. Atlas Kommandozentrale in der Stadt. Oh, Alter. Ach, Geheimdaten. Woo! 24. Und wir müssen im Müllschacht runterrutschen. Unfreiwillig, aber. Ja, bestimmt hat er seine Nägel gemacht. Seine Fingernägel kaputt. Was ist das dumm? Scheiße. Nicht gut! Wir müssen raus! Da! Alter, was ist das? Ein Luftschacht! Unter dem Wagen! Mitchell, hilf mir! Wir müssen den Wagen anschieben! Los, schieben! Hier durch! Ach, ein Verbrennungsofen oder was? Komm schon, Mann! Scheiße! Mitchell! Hab dich! Was war da los? Das war knapp. Alter, ich habe immer noch eine Hand nur. Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Ich hatte recht, das ist eine Verbrennung. Gideon, hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Ah, gehen wir mal hier lang. Nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind okay. Unterwegs. Schnell, Cormac, geht's nicht gut. Hier durch. Verdammt. Hinter dieser Tür wartet uns ein Kampf. Der Heli, den nehmen wir. Ja.
Hauptsache Gideon rennt einfach mal auf den Gegner los. Alter, die halten so viel aus. Oh, Alter, ich treffe den nicht. Da kommen so viele, Alter, ich habe keine Munition. Tag, 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 tag. Richtige Rambo, Alter. Bam, bam, bam. Ich habe aber keine Geheimdaten. Ah, Mann, wo sind die denn nur versteckt? Seht ihr das an? Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Alles ist Manticore. Weit. Gehen wir, los! Es kann doch nicht sein, dass hier nur eine Geheimdate ist. Stationen, hier ist Sentinel 2-1. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? 1 hier, Kingpin. Wir hören. Dachte schon, wir hätten sie verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Verdammt! Festhalten! Digga, Alter, da ist gerade. Ich wollte schon sagen, Titan, so ein Goliath. An unserer Flugzeug gesprungen. Wie bescheuert ist denn das, Alter? Auf die Beine. Aufpassen! Scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Ist es Mensch? Ja, ist Mensch. Die Wand durchbrechen. Oh, da ist eine Geheimdaten. Nummer 25. Durch die Mauer brechen, Mitchell. Geil. Woo! Ich weiß nicht, wohin ich muss. Alter, ist der geil. Durch die Mauer brechen, Mitchell! Durch die Mauer brechen, Mitchell! Digga, ich bin auch schon durch, Zimmer. Alter, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Alter, was soll ich da machen? Um 4 Typen, ey. Durch die Mauer brechen, Mitchell! Hier ist eine Tür.
Puh, Alter, die fliegen so wie Papp. So. Einer ist noch da. Digga, da hinter dem Auto verkämpfen. Zack, Alter. So. Position durchgeben. Kommt einfach durchs Haupttor. Wir finden euch. Hauptsache, die lassen die Typen durch. Das ist das Tor hier raus. Das Schloss knacken. Tor hochfahren. Tipp X, um anzuheben. Raus, Kollege. Da sind sie ja. Los, rein da. Komme. Er ist hinten. Ich helfe ihm. Fahr einfach. Meine Freundin. Wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Gefangenenlager ausgebrochen. Voll Action rein, Alter. Wie in Hollywood-Film. Ja, wie im Hollywood-Film. Und wir haben jetzt 2 Verbesserungspunkte. Damit können wir wieder was verbessern. Und wir verbessern uns. Was machen wir? Machen wir hier Sprinten? Oder die Primärgranate? Taktik oder Erkennung? Wir machen mal Erkennung. Möchten wir das verlängert? Die fähige Fahrbahnungsdauer ausrüsten? Ja. Gut, Vorrat erhalten. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dein Ciao.